hero has fallen. Wirklich? Soll er mal lassen. A hero has fallen. Atraus. A hero has fallen. Kümmert euch drum, kümmert euch drum. Ja, til Orsuslag. Tilbuin, Samvikt, ja. Halten wir diese eine Ballester am Leben. Skipa. Skipa. Ferir þar. Skipa. Armee 3, immer noch. Ich weiß nicht, inwiefern die KI dann... Oh, die KI wird definitiv nicht glücklich sein, wenn wir diesen Tempel da ausschalten. Skipan, yao. Also es kann nur einer auf einmal halten. Das heißt, wir können nicht einfach Heal-Stack machen. Schade. Das ist doch in Reichweite. Stell das nicht so an. Ich kenne doch meine Ballisten. Ich kenne eine meiner Ballisten, wie es aussieht. Ersen. Fang den ab. Von Chiron. Du kannst dich darum kümmern, die Ballisten sind ein bisschen unterqualifiziert dafür. Hier geblieben. Da ist vorhin noch einer. Russische? Ja. Ja. Russische? Skipan? Skipan? Setzen wir euch jetzt hier in die Tiefe rein und schauen, was passiert oder nicht? Hoffen wir einfach, dass ihr nicht erwischt werdet. Skipan, ja. Til Orsuslag. Oh. Ich glaube, sie kommen. Ja. Satt. Platzieren wir mal eine Festung. Für einen schnellen Ballistennachschub. Tilbuin, Samvikt. Neben unsere Skipan. Ach hier, ihr könnt übrigens auch hier mit helfen. Abgesehen von dir, dich behalten wir hier. Für den Fall, dass es Unvorhergesehenes passiert. Tilbuin? Tilbuin. Unsere Ulfsack, genau, danach wollte ich fragen. Unsere ganzen Bauarbeiter. Was machst du hier? Ja, wenn du schon mal hier bist, bauen sie den Hafen hin.
Skipan, tilbúin. Já, að drá. Já, já. Forschen wir, wenn wir können. Aha, genau deswegen. Verbindet das mal ganz kurz. Ja. Ich will. Ja, ihr will. Rosteig machst du. So, Kairon, du bleibst bei dieser Armee. Elite-Infanterie wird nichts bewirken für unsere Hersen, egal. Jau, Samvikt. Jau, Sat. Wer ist das? Samvikt. Jau. So, das ist damit erstmal ruhig gestellt. Ich würde so gerne jetzt noch ein Schiff bauen. Wie viel Platz kostest du? 3. Gib uns das Fischkutter. Mit dem können wir ein bisschen das Innenleben da erkunden. Ja, wenn wir unseren Drachenboot sogar transportieren können. Jetzt zu anderen Schiffen. Weiß ich aber gerade nicht so ganz genau. Ja, schicken wir den Fischerkutter erstmal zum Erkunden des Flusses unter Wasser. Damit wir wissen, wo wir was erwarten können, was uns angreift. Und wo wir vielleicht sogar in Erwägung ziehen können, ein Transportboot durchzuschicken. Hier zum Beispiel nämlich absolut gar nicht. Fischkutter wird es nicht überleben. Und das Wasser lässt sich nicht überqueren, Fischkutter. Gut, wir müssen entsprechend zuschlagen. Wir nehmen die regulären Helden mit, wir nehmen die Ballisten mit. Wir lassen Gruppe 9 hier hinsetzen, Hersen, und wiederholt. Jau, ihr will. Jau. Dann ist es Zeit für einen massiven Angriff. Skipan. Adras. Jau. Jau. Ne, kümmern wir uns zuerst darum. Adras. Ihr kümmert euch darum. Dass die übrigens überlebt haben, ist gewissermaßen ein Wunder, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und wir greifen direkt. Wir gehen nicht hier lang, wir greifen da oben an. Schlagen wir hier zu und radieren sie alle aus. Damit die Lappen hier nämlich ihr Gold hier weiterhaken dürfen. Tilbuin. Jau. Jau. Ihr will. Die sind sowieso Kundschafter, glaube ich. Ich glaube, die greifen nichts an. Deswegen ignorieren wir den Fenriswolf einfach mal. Jau. Ihr will. Wir müssen halt diese Riesentempel loswerden. Das ist wichtig. Wir gehen nicht ohne unsere Ballisten rein. Wir sind inzwischen noch 15.000. Alle gegnerischen Einheiten zu sehen. Das heißt, wir haben schon ordentlich was ausgedünnt. Verhindert das.
Unter allen Umständen verhindert ihr das. Okay, scheiße, den Turm. Zum Angriff. Wir müssen uns beeilen. Mit den guten Helden wird es auch funktionieren. Dann lassen wir die Ballisten aushelfen. Auf. Da drauf. Solange sie die Bresche schlagen. Wir haben noch 10 Hersen. Du! Bau uns eine Baracke hin. Ich glaub's nicht, aber wir gewinnen das gerade. Sehr viel dank, wahrscheinlich dank dieser Helden hier, die wir haben. Komme 4 da drauf. Verbinde das. So, aus Sicherheitsgründen benötigen wir mehr Langhäuser hier. Drei Valkyren haben sogar überlebt. In Wedge. Samvikt. Ja, ich will. Ich will. Prostagma. Esto. Das zerstören wir einfach alles hier. Kann ich schon den Gegner ausdünnen, bevor wir uns auf die Schmiede losbewegen? Nee. Nee, nee. Estos. Vulome. Ja. Tilbuin. Kann jetzt Spaß haben. So, wir können neue Valkyrien auch noch gebrauchen. Also setzen wir noch 2 neue Tempel hin. Jau. Tilbuin. Ihr baut hier noch eine Bergfestung hin. Für neue Ballisten, falls wir sie brauchen. Das ist Lava. Ich dachte schon, was ist das für ein roter Fleck bei uns auf der Karte? So, schicken wir unsere Ballisten für den Moment erstmal uneskortiert durch die Gegend. Wir können sie jetzt ersetzen. Da ist Tempel. Nein, ich wollte nicht Ragnarök! Nun, ich schätze, wir haben jetzt Ragnarök gemacht. Das war nicht der Plan. Es war weit entfernt von jeder Form von einem Plan. Wir haben viel zu wenig Leute, damit es sich wirklich lohnt. Aber ich schätze, das ist jetzt einfach so, wie es ist. Aus Versehen auf die Taste gekommen und schon explodiert alles. Hoppla. Ah, es gibt die Piggies.
Já. Samvikt. Tilbúin. Já. Da haben wir jetzt die Heilquelle eingenommen. Sieht anders aus, als ich in Erinnerung hatte. Irgendwas ist damit kaputt. So, befreit die Schweine. Free Piggy. Nein, nicht die Schweine töten. Befreien, nicht umbringen. Ähnliches Konzept, aber nicht ganz. Und wir haben unsere Wirtschaft mal hart verkrüppelt. Wisst ihr was, ihr wütenden Ragnarök, Leute? Stürmt die Schmiede. Die Riesen haben eine heilende Quelle erschlossen. Wir können sie nutzen, wenn wir das Gebiet um sie herum kontrollieren. Wir kontrollieren das Gebiet um sie herum. Apropos. Ja. Lasst meine Ballisten in Frieden. So, Schweine, ihr habt immer unser Ziel, zurückzukehren. Seid frei. Setzt in eure Festung hin, um sicher zu gehen. Genau, lauft in die Schmiede, Esse. Was kann schon schief gehen? Zwergenschmiede. Geschafft! Die Schmiede ist in Sicherheit. Oh. Oh, wir hätten 12 Minuten halten müssen und haben es einfach so gemacht. Weil wir so gut sind. Die Schmiede gehört wieder euch. Ich glaube, ich habe genug von den Riesen. Oh, in Midgard gibt es noch viel mehr Riesen. Kommt, wir zeigen euch den Weg. Die meisten von euch sind keine Nordmänner. Was wollt ihr in Midgard? Einer unserer Feinde ist hierher gekommen. Er sucht nach einem Eingang zur Unterwelt. Wir müssen ihn aufhalten. Die Unterwelt? Niflheim? Also viel Glück! Dies ist Midgard. Wir müssen zu unserer Schmiede zurück. Meinst du, sie finden den Eingang zu Niflheim? Wem sollen wir sonst folgen? Komm, lass uns schnell alles zusammenpacken. Gut, dann waren wir wieder zu gut für das Spiel. Wir haben den Gegner einfach komplett ausradiert und... Zuerst werden wir vom Clan der Blonden überfallen und jetzt kommen diese Riesen von den Bergen herunter. Ruhe. Da kommt noch ein Riese. Was hat euch aufgehalten? Arkantos hat länger gebraucht, die Schlucht zu erreichen, als wir gedacht hatten. Hat Loki sich um unsere Gegner gekümmert? Ja, es gibt einen Gott, der über diese Leute wacht. Aber Loki hat die Quelle seiner Macht gefunden, einen Hammer, und ihn zerstört. Ohne ihn besitzt er keine Macht. Ausgezeichnet. Vielleicht muss ich dich ja gar nicht töten, Khemsit. Los, gehen wir. Nein, wir gehen nicht ins nächste Szenario, weil ich noch sehr Dinge zu tun haben werde. Im Pange-Menü. Ja, unsere Helden treffen auf Skuld. Das wird in der nächsten Aufnahme passieren. Wir waren da zu gut für das Spiel. Wir hätten die Schmiede zurück noch 12 Minuten halten müssen und haben stattdessen einfach die Riesen schon vorher komplett ausradiert. Konnten dafür aber nicht in der Schmiede forschen. Schade. Nun, ein sehr kleiner Preis zu bezahlen. In jedem Fall, liebe Gemeinde, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir dann weiter durch Nordlande stolzieren. Bis dahin, viel Spaß und Cheerio!